Ja Leute, was geht ab und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ja Leute, und zwar, ihr liest es schon im Titel, meine WhatsApp-Nummer oder meine WhatsApp-Nummer ist öffentlich. Keine Ahnung, wie ich dieses Video nennen werde. Auf jeden Fall, ihr seht es auch schon mal, mein Bart, Alter. Ich habe den gekürzt. Ich habe zwar gestern einen Fehler gemacht. Ich wollte eigentlich meinen Schnurrbart kürzen. Auf einmal, ich nehme das falsche Ding. Mach so, ich sehe, fuck, ich habe die falsche Größe genommen, ja. Und dann habe ich gesagt, Digga, jetzt muss ich wirklich alles kürzen, Alter, sonst passt das mit dem nicht zusammen, weil ich hatte hier alles weg und hier so ein Bart, Digga. Aber ihr könnt mir gerne in die Kommentare da lassen, was ihr am besten findet, also Vollbart oder kurz. So, und jetzt kommen wir zu dem Video, Leute. Auf jeden Fall, ihr lest jetzt schon den Titel, wie gesagt, meine WhatsApp-Nummer ist öffentlich. Ich habe mir was einfallen lassen. Und zwar, Leute, ich habe hier ein Handy meiner Schwester, das ist das Verrückteste, was ich jemals gemacht habe. Und zwar, guck mal, Leute, ich habe hier, keine Ahnung, ob ihr das seht, ich habe hier insgesamt 7 WhatsApp-Gruppen. Ja, hast du das Wort? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? So. Das ist nicht meine Nummer, also nicht meine originale Nummer, ja? Meine originale Nummer befindet sich hier in diesem Handy. So. Und ja, diese SIM-Karte habe ich in einer Tankstelle gekauft. Habe ich mir gedacht, komm Hassi, tust du den Leuten einen kleinen Gefallen da draußen. Die geben dir so viel, gibst du denen ein bisschen was zurück. So, auf jeden Fall, was habe ich mir einfallen lassen? Ich habe 7 Gruppen erstellt und diese 7 Gruppen bin ich der einzige Admin, Leute. Das heißt, was heißt das? Ich kann schreiben, nur ich kann schreiben, nur ich kann das Bild ändern, nur ich kann die Beschreibung ändern. Ja, das war's. Es sind 7 Gruppen, in jeder Gruppe passt 256 Leute rein, Digga, 256 mal 7, wie viel ist das? Okay Leute, ich hab's ausgerechnet. Und zwar passen in alle Gruppen 1792 Menschenreihe, ja, also von euch passen da rein. So, das Handy befindet sich im Flugmodus. Das Handy befindet sich im Flugmodus, ist nur mit dem WLAN verbunden. Und jetzt, ich weiß, ihr seid schlaue Fixe und so, wird der eine oder andere, ich rufe den per WhatsApp an, wenn ich den nicht normal anrufen kann. Hast du dir gedacht? Ich werde das Handy nicht die ganze Zeit im WLAN drinnen lassen, also ich werde es abschalten und ab und zu mal so eine bestimmte Uhrzeit einschalten, ja, und dann in die Gruppe reinposten oder wieder ausschalten. Sonst bin ich tot, Digga. Und ihr müsst mich auch verstehen, Leute, ich kann nicht so einstellen, dass hier alle schreiben können. Weil warum? Ihr werdet am Arsch. Euer Handy würde abkacken, mein Handy würde abkacken, alle anderen, deren Handy würde es abkacken und das würde die nicht aushalten. Ja? Deswegen, ich finde es so besser. Und warum mache ich das? Zum Beispiel, wenn was Neues gibt, ein neues Video oder irgendetwas Neues, eine Sprachmemo schicke ich dann rein. Oder wenn ich ein Video drehen will, wo ich euch anrufe, dann habe ich es leichter, muss ich nicht unterdrückt anrufen. Dann kann ich diese SIM-Karte hernehmen. Und ja, auf jeden Fall. Und ihr fragt euch bestimmt, Hasni, wie kommt man jetzt in diese WhatsApp-Gruppen? Also, in der Videobeschreibung unten sind 7 Links, das sind Einladungslinks. Ja? Ihr kennt das, wenn ihr eine WhatsApp-Gruppe erstellt, kann man einen Einladungslink an seinen Freund schicken, dass er auch in die Gruppe kann. So, und das habe ich jetzt hier gemacht. In der Videobeschreibung sind alle gelistet. Ja? Ihr müsst schnell sein. Und ja, ich hoffe, jeder bekommt seinen Platz irgendwo in einer Gruppe drinnen. Und bitte belästigt nicht andere Leute. Bitte belästigt nicht andere Leute. Tut mir den Gefallen. Seid nicht so asozial. Okay? Bitte macht das nicht, ja? Und weil wenn ihr das macht, dann ich lösche alle Gruppen, schmeiße die SIM-Karte weg. Sobald ich höre, einer wird belästigt oder so, ich schmeiße die SIM-Karte weg. Dann war's das. Okay? Lass die Scheiße. Und ja. Okay, ich würde sagen, viel Spaß, kommt in die Gruppen rein, wir sehen uns das nächste Mal, haut rein, folgt auf Instagram, folgt auf Snapchat, denn ja, da erfahrt ihr sowas viel früher. Okay, haut rein, bye bye.